Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal und ich freue mich, wenn ihr hier auf meinem Kanal vorbeischaut. Es ist das erste Video auf meinem Kanal, wie schon erwähnt. Es wird jetzt zuerst Fernbus-Simulator sein, aber ich spiele auch andere Spiele, wie zum Beispiel Minecraft oder FIFA etc. pp. Und ja, wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, ist unsere erste Strecke München nach Stuttgart. Und falls ihr wissen wollt, warum, das kann ich euch nicht beantworten. So, dann geht es auch los. Wir könnten den fahren oder wir fahren hier. Wir kommen aus München, wir fahren mit dem FC Bayern Bus und fahren dann einfach zum Auswärtsspiel nach Stuttgart mit Lewandowski auf der einen Seite und Robin auf der anderen Seite. So, dann können wir starten. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen und mich unterstützen, denn es ist mein erstes Video und wenn ihr Kritiken habt, weiteres, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das erste Video auf meinem Kanal. Und da sind wir auch angekommen hier. So, und einmal in den Bus einsteigen. Dankeschön. Zack. Zielanzeige, Zündung starten, Motor starten. Und dann kann es von mir ist auch gerne losgehen. Jawohl. Halt schon zu. Ja, okay, gut. So, Kamera will ich jetzt gleich einrichten. Hoffe ich doch mal. Und ja. Navi, du darfst gerne einspringen. Ihr könnt mir sagen, ob ihr Verkehrsregeln spielen wollt oder nicht. Weil ich bin der Meinung, wenn man ohne Verkehrsregeln spielt, dann mit Verkehrsregeln, Entschuldigung, dann ist es ein bisschen zu langweilig. Aber gut, das ist eure Meinung, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Heute spiele ich mal ohne Verkehrsregeln. Aber Leute, ich kann euch versichern, ich habe sowieso noch keinen Flugschreiber. Das müssen die ja im Bus, die im Bus sitzen, nicht erfahren. So, einmal hier Kurve rum. Nein, nein, nein. Ja, perfekt, Mitgefühl. Perfekt. Und ja, sind wir auch gleich schon da. Hier sind 50 erlaubt zu fahren. Natürlich ganze 50 km/h. Die anderen, ja, das sind ja nicht so. Nach links, einmal rum. Auto, nein. Da passt doch auf, wenn ich hier ankomme. So, einmal eine kleine Runde. Jawohl, ups, 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 nein, nein. Ah ja, ja, perfekt. So, jetzt nehmen wir ein paar Mülltonnen mit, weil wir kommen gerade nicht rechts durch. Perfekt, meine Bänke wurden schon mal bewertet. Ihr könnt ja alle stehen. So, raus, okay. Jetzt muss ich einmal durch. Ah, die Tickets. Ja, werden auch bewertet. Nee, Quatsch. Hier auch einmal rum. Perfekt. Das läuft doch wie hier. Wie angegossen. Dann ist. Und jetzt wird's knapp. Ach komm. Was haben wir gerade auf den Taxi? Ah, ist klar. Und angekommen. Türen auf und aussteigen. So, Gepäckluke öffnen. Robin hat seinen Kopf verloren. Oh nein. Okidoki. Hi, fahren Sie in meine Richtung? Das werden wir gleich sehen, ob ich in deine Richtung fahre. Du willst nach Stuttgart.
Echt jetzt? Ja. Hi, Nein, Sie wollen ist schon bestimmt mein richtig. Duell. Ich war nicht so Moin, inkompetent. das Ticket. Auf Ja. geht's. Okay, so wie du aussiehst, solltest du echt deine Grüezi, Hässlichkeit hier mit mein diesem. Ticket. Wo willst du denn Oh hin? Mann. Sorry. Ja, oh Kein Mann, dafür kann Problem, ich ich ein. komme schon Grüezi, zurecht. bin Bin ich ich hier hier richtig? richtig? Alter, hast du die Steckdose gefasst Dankeschön. oder was? Grüezi, hier mein Ticket. Grüezi, ja, Dankeschön. gerne. Hallo, fahren Sie in meine Richtung? Nein, Ach fahr ich nee, ist nicht. echt? Hier mein Ticket. Danke sehr. Jo. Mahlzeit, bitte sehr. Vielen Dank. Gerne. Ich suche mir gerade eine Hallo, neue das Verbindung. Ticket. Bitteschön. Auf Jo. geht's. Grüezi, mein Ticket. Sie Was haben mir willst du echt mit das falsche Grüezi in Ticket gebucht. Durchfuhr? Wie bitte? Wie bitte? Hallo? Ey, geh doch Bitte weg. sehr. Brauche keine Hilfe. Vielen Danke. Dank. Ja, dich können wir auch gerne mitnehmen. Fehlt uns noch einer? Nein, gut. Perfekt. Einige waren mal wieder zu inkompetent, um sich richtige Fahrtickets zu holen. So, und dann kann es auch losgehen. So, wie ich die Leute kenne, können wir gleich mal. Da hat sich Ich jemand im wusste, WC genau das eingesperrt oder wollte passiert. ich gehen Ja, raus? schön. Nein, da hat sich keiner eingesperrt. Es sei denn, da wusste schon jemand. Du steigst gleich ein und verpisst dich vor dir. Wortwörtlich so. Hier einmal rechts. Ja, in München ist immer viel los. Boom, Wenn so. Sie wollen, dass uns schlecht wird, dann haben Sie es gleich geschafft. Wow. Das ist schön, du hättest ja nicht mitfahren müssen. Meine Güte. Schwerer Unfall. Ja. Die Leute, die hinten drin sitzen, sind ein schwerer Unfall. So. Wurden wir gerade geblitzt? Servus! Nein! Du hast geblinzelt. Du hast irgendwas geblinzelt und dann kam da so ein rotes Licht, aber das war der Bayern. Also, das ist, nein, das ist, ich. Niemals. Also ich wurde noch nie in meinem Leben geblitzt. Also, das Werden wir von der Polizei verfolgt? noch nicht. Also ich weiß ja nicht, ob das sich noch ändert. So, einmal hier mit Gefühl rum. Perfekt. Jawohl. Wir sind ein Ich weiß, der Fahrradfahrer. Bus ist kein PKW, aber So. müssen Sie Ups, jede Kante ups, mitnehmen? ups. Ja, ist ja gut. Tanken, das müssen wir jetzt nicht. Zack, vorbei. Und dann einmal hier links rein. Oh, das könnte ein bisschen eng werden. Nein, Mitgefühl. Perfekt. Hier ist ja gar nichts los. Sehr interessant. Klemmt das Gaspedal oder warum rast der so? Nein, das Gaspedal kennt nicht. Nachher freust du dich eh wieder, dass wir so pünktlich sind. Also heul nicht rum. Das mache ich alles nur für euch. Ich habe mir den Job nicht ausgesucht, ne? Also ehrlich. Du kannst ja selber fahren, wenn du willst. Dann steige ich freiwillig aus, weil ich denke nicht, dass du besser bist. So. Dann geht's auf die Autobahn. Ich dachte, das ist ein Bus und kein Düsenjet. Das ist doch cool, ne? Diesen Jet ist noch schnell. Ach Gott, ja. Und da sind wir auf der Autobahn. Perfekt. So. Hinten drin sitzt Ancelotti, Lewandowski, Robben, der klebt am Bus. Nee, Quatsch. Thomas Müller, David Alaba, Franck Ribéry. Alles meckern, alle meckern. Das gehört so. Tempomat ist eingestellt und jetzt können wir ganz gechillt fahren. Ui, Ecker bekommen. Ui, nee. Na, was geht? Na, was geht? Was war das? Das war ein LKW. Krass, ne? Hast du noch nie gesehen, ne? Stark. So, 198 Kilometer. Nein, keine Überholung, den FC Bayern. Weg mit dir. Boom. Alles verschüttet. Danke. Bitte. Ja, jetzt ja nicht trinken müssen, ne? Hättest ja nicht trinken müssen. Dein Kaffee oder was auch immer du dazu hier nimmst. Aber gut. Nein, du kommst hier nicht vorbei. Nein, keiner überholt mich. Keiner überholt mich. So. Nein, du kommst hier nicht vorbei. Nein. Können Sie auch Scheiße. geradeaus fahren? Ja, ich kann auch gerade ausfahren, aber hier war gerade eine Kurve. Siehst du? Komm, wir fahren mal ein bisschen zickzack zwischen die Autos hier mal durch. Das könnte jetzt gleich ein bisschen eng werden, aber
Wenn ich hier durchkommen will, dann schalte ich das auf. Hier einmal durch. Darum soll man sich also anschneiden. Ja, krass, ne? Darum soll man sich anschneiden. Er hat schon so einen Grund. Das ist hier kein Tiefkühler. Was für ein Tiefkühler? Was willst du denn? Nun zieh dir eine Jacke an. Meine Güte. Wahrscheinlich die mit dem Hut, ne? Oder war das Thomas Müller? So, wir wollen schon wieder wollen. Okay, ich bin unüberholbar. Nein, du kommst hier nicht durch. Boom, weg mit dir. Ich würde mal sagen, beides, aber ist doch kein Geheimnis, war schon immer bekloppt. Zack, zack. Ach, die Zeit verfliegt ja förmlich. Wir sind noch Stern des Südens. Du wirst niemals untergehen. Weil wir in guten wie in schlechten Zeiten einander stehen. So, hier ist also noch 100 erlaubt. Ja, okay. Nein, jetzt wird's eng. Achtung, ein bisschen enger. Jo, perfekt. Mit Gefühl wie vor. So, leichte Unfall. Was für ein leichter Unfall? So. Einmal hier vorbei. Sie haben diesen Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock. Ja, ist gut. Ja, LKW, bist du fett? Geh doch weg! Meine Güte! Nein! LKW, verpiss dich. Dankeschön. Alles verschüttet. Danke. Bitte! Meine LKW-Fahrer, die nicht mal Auto fahren, LKW fahren können, was sind das denn für Leute? Meine Güte. So, aber die Baustelle hier ist auch gleich vorbei. Schon Eiszapfen. Schön, zieh dir etwas an und heul nicht rum. Oh, Robert Lewandowski war das. Meine Güte, unfassbar. Schön hier rum, zack. Und da hätten wir die Baustelle auch hinter uns. Perfekt. Und es sind nur noch 130 Kilometer. Da hinten ist ein Parkplatz, weil wir da rasten rein wollen, oder nicht? Wahrscheinlich kommt hier gleich Polizeikontrolle, so irre wie ich fahre, aber gut, ist ja nicht mehr ein Problem. Rasen wir einfach durch. So. FC Bayern. Ups! Oh Gott! Ups! Ja, okay, kann ja mal passieren. Ja. Seid ihr alle wach da hinten? Na schön. Ich mach euch schon mal heiß auf Spiel gegen Stuttgart. Oh, da klebt ein Auto an uns dran. Geh weg. Geh weg. Du holst mich nicht. Nein. Von rechts darf man nicht holen. Nein, du kommst nicht an mir vorbei, du kommst nicht an mir vorbei und boom und nein! Ach Gott, ja was noch rum. Jawoll. Ja, bisschen rüber, ja, klar. Ja. Da hängen wir mal mitten drauf. Wahrscheinlich, wie ich das Spiel kenne, landen wir jetzt auf der falschen Seite. Nein, wir sind drauf, der ist ja voll geil. Mist, das war das dritte Auto, was uns überholt hat. Das vierte. Ist hier keine Heizung? Haha, das hast du auch verpasst. So. Noch 96 Kilometer. Alles verschüttet. Danke. Bitte, du. Mal weg da hinten an mir dran. Mein. Oh, da kommt das nächste Auto. Zack. Nicht mit dem FC Bayern, du kleiner Hund, du. Ja, tja. Eigentlich geil abgeschüttet, weil mein Bus ist einfach zu schnell. Wir fahren zwar 86, aber. Nein, du kommst hier nicht vorbei. Du kommst hier nicht vorbei. Ja, noch verbleibende 88 bzw. 89 Kilometer. Hier drinnen wachsen schon Eis. Das sagst du jetzt das sechste Mal! Ich fass es nicht! Halt doch deinen Mund, Robert Lewandowski! Meine Güte, du kannst dich in dem Spiel so. Du kannst dich doch aufwärmen vom Spiel. Chill doch mal deine Lage. Außerdem. Ja. Ist das lang. So. LKW easy überholt. Einmal hier rüber. Wunderbar. Ich meine, wir haben hier drei Spuren, die müssen wir alle ausnutzen. So. Nein! Scheiße. Na, noch ein Taxi. Das wirst du bereuen. Das wirst du bereuen. Haltet ihn auf! Ich komme! Hier drinnen wachsen schon Eiszapfen. Lewandowski! Sei still! Das sagst du jetzt zum siebten Mal. Na, wer merkt das? Wer merkt das? Wenn Robert Lewandowski gleich nochmal kommt, ne? Dann, nein,
Dann drehe ich ja. Polizeikontrolle. Toll. Ich heize doch außerdem schon, Lewandowski. Nur auf der Straße, nicht im Bus, aber ist doch egal. Außerdem haben wir Sommer, jetzt heul nicht rum. Hier drin ist schon nicht kalt. So würde es ja auch nicht drin aushalten können. So. Stuttgart, wir kommen näher. Gibt es hier keine Heizung? Alaba. Nein, hier gibt es keine Heizung. Problem damit? Nein? Gut. Polizei hat Unfall gebaut. Nein, du kommst nicht an mir vorbei. Boom, weg mit dir. Die besser fahren als sie. Dann fahr doch mit dem Taxi, meine Güte. Meine Fresse. So, whoop. Und dann geht's weiter. Wir sind auf der A8 Richtung München. Richtung Stuttgart. Jo, peinlich ist. Ist ja jetzt der neue Coach. Hier weiß, hier ist es nicht der wärmste Bus. Und ich weiß, in deinem Alter hat man es lieber wärmer, aber dann fahrt doch nächstes Mal mit einem anderen. Könnt ihr aber nächstes Mal mit dem Dortmund fahren. Okay. So, hier einmal vorbei. Let's go. Kenn ich nicht. Okay. Wurm weg alles mit dir. Verschüttet. Danke. Bitte! So oft wie du es gesagt hast, muss doch schon alles draußen sein. Ich mal das alles. 120 ist hier, ja. Tut mir leid, der Bus kommen kann ich schneller. Es tut mir leid. So. Wunderschön, rechts und links. Jo, Heinkes. Nein, hier gibt es keine Heizung. Habe ich doch schon erwähnt. Außerdem heize ich doch schon. Wie gesagt, habe ich schon gesagt. Wo auf der Straße. Ihr müsst schon sagen, ob ihr es hier drin heizen wollt. Aber es hat bisschen. Kommt hier nicht vorbei. Nee, wir haben Mittwoch. Und nein, ich bin kein Sonntag. So. Jetzt kommt ein Tunnel. Also Leute, im Tunnel wird wahrscheinlich ein Blitzer sein. Da da nur 80 ist und ich hier nicht bremse, könnt ihr dann alle gleich winken nach rechts. Und ja. So. Warum fahren Sie eigentlich so schnell? Damit du pünktlich da bist. Heul doch nicht rum. Könnten Sie bitte etwas heizen? Ich heize doch schon, Mädel. Ich heize doch schon. Das war die Physiotherapeutin. So. Das war bestimmt die mit dem Hut, die Physiotherapeutin. Ja, es tut mir leid. Ich heize schon. Also nicht gesagt zum Boss. Gesagt. Oh, Bremse. Jawohl. Ich muss glaube ich mitnehmen sollen. Ist das kalt? Ja. Tja, das tut mir leid, ne? Wenn der so kalt ist, habe ich auch nicht gedacht, dass es nur ein Pussybus war. Das ist ein Bus und kein Hochseeboot im Sturm. Ja, das weiß ich mittlerweile auch. Das weiß ich auch. Perfekt. Ach, wir sind auf der falschen Straße. Wir werden alle sterben. Das kann sein, aber ich kann nicht trotzdem 19 Kilometer liegen. Hallo Polizei, das war grün. Kirschgrün. Das war mal Polizei. Polizei, buh! Das ist kein Elchtest. Ups. Jetzt ist sie da oben auf der Brücke. Dam, da, dam. Stern des Südens. Zack. Oh, hier müssen wir links rein. Sorry. Oh, boom. Oh. Sanft gebremst. Perfekt hier rum. Laternen wurden immer überbewertet. Zack, weg. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Hab ich doch schon gedacht, ich hab die gar nicht. So. Und dann sind wir auch gleich da. Zack, hier einmal rum. Zack. Und dann seid ihr alle happy, glücklich angekommen. Eine Stunde zu früh. Wenn ich nur vorher gewusst hätte, wie schnell und günstig Fernbusse sein können. Ja, krass, ne? Das hättest du nicht gedacht, so schnell war ich. Aber vorher noch meckern, dass ich so schnell war. Schon klar. So, Robin, dein Kopf ist mir wieder ab.
Und ja, ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen. Wir loggen uns mal aus. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr einen Daumen hoch gebt, und könnt ihr gerne Kommentare schreiben, ob ihr mehr von dem haben wollt. So, hier Ökonomie wieder mal alles grün. Wunderbar, perfekt. Service. Alter. Perfekt, grünes Feuerwerk, Verkehrsregeln. Ja, die Unfälle müssen wir mal wegnehmen. Sachschäden, ach, das war. Seht ihr da irgendeinen Schaden? Nee, eben nicht. Fahrverhalten, das muss perfekt sein. Ja, perfekt hier. Kein einziges Bremsfehlverhalten auf der Straße gefahren. 88,5%. Wo waren denn die 11,5%, die ich auf die Straße gefahren bin? Bordsteine mitgenommen. Einer, ja. Sorry. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Servus.